Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Gamings, hier bei Bundesliga Manager Hattrick. Mein Name ist Lomdop Silva. Schön, dass du dabei bist in Folge 112 meines Let's Plays, wo wir eigentlich drauf und dran sind, Meister zu werden. Ja, gut, wir sind auf Platz 4 und unser Ziel ist natürlich die Meisterschaft. Aber wir haben 9 Punkte mittlerweile hinter Bayern München, die auch noch ein Spiel im Rückstand sind. Also die Chance, dass wir Meister werden, schwinden von Spiel zu Spiel. Allerdings haben wir eine gute Siegesserie hinter uns gebracht, bis wir zum letzten Spiel unentschieden gespielt haben. Das war ausgerechnet gegen VfB Stuttgart. Platz 7, stärketechnisch ist Stuttgart eigentlich nicht so gut. Ne? Also wie man sieht, die sind hier unten. Haben aber ja eine gute Moral in der Saison bis jetzt gezeigt mit 68. HSV auch mit 74. Warum da unten stehen, keine Ahnung. Oder wo ist der HSV? Der HSV. Ah, da ist er auch unten hier. Ja, Stuttgart ist gut, für trotz dafür, dass sie so schlecht sind von der Stärke. Ich habe im letzten Folge dann hier noch einmal einfach mal gesagt, wir machen einfach mal den Würfel, weil wir mit 28.000 und einem Eintrittspreis von 12 Euro immer noch das Stadion nicht vollkriegen. Egal gegen welchen Gegner. Ich meine, wir haben jetzt auch gegen Gegner gespielt, die so hier im Mittelfeld oder einstelligen Tabellenplatz waren. Selbst da haben wir das Stadion nicht vollgekriegt bei 12. Finde ich ein bisschen komisch, deswegen glaube ich, dass wir da ein bisschen an der Komfort schrauben müssen. Und deswegen, oder sagen wir so, deswegen kriegen wir einen geilen Videowürfel. Das nächste wird dann noch das Flutlicht sein. Und dann geht es ja darum, dass wir die ein bisschen besser ausbauen. Vielleicht würde ich dann vorher aber erst noch auf die Peripherie gehen und gucken, dass wir hier noch so ein bisschen was schick machen. Wie zum Beispiel hier so ein Kino, Restaurant oder hier so Fressbuden und so weiter und so fort. Das wäre auch noch geil. Eine Verkehrsanbindung würde ich eher vernachlässigen. Ist in dem Fall, glaube ich, noch nicht relevant, wenn wir das noch nicht vollkriegen. Meiner Meinung. Ich weiß nicht. Ich lasse mich gerne täuschen. Aber auch Stadionausbau und sowas muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Ich glaube, die Aufstellung hatten wir gemacht. Jawohl. Wir hatten sogar hier Raumdeckung, die Manndeckung genommen. Und eigentlich sind wir jetzt drauf und dran. Ja. Jetzt haben wir eigentlich eine gute Chance, uns punktetechnisch wieder, ja, welche zu holen. So, auf geht's. 12 ist die Eintrittspreis. Gucken wir mal, ob wir voll sind. Jetzt sind wir voll. Ich kann. Leck mich in den Butz, ey. Naja. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. So. Gegen das Gefährl. Hier ist der Geist, unser Nachwuchsspieler, den wir behalten haben. Da ist das Tor. Ich habe eben gesagt, immer noch nicht gelesen, ob ihr dafür wart oder dagegen. Ich habe mich ja eher entschieden, von daher ist das Ding ja erstmal gegessen. So, Kostic. Nein, leider nicht. So, hier ist DeSanto. Seine Chance. Er macht das Ding. Jawohl. Schon sein 7. Tor von DeSanto. Er ist ein guter Goalgetter momentan in der Saison. Boateng. So, wir sind auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. 60. Minute schon. Angriff abgewehrt. Angriff abgewehrt, sehr schön. Und jetzt wechseln wir mal aus. Wir wechseln nicht aus, liebe Freunde, sondern wir spielen einfach weiter. Gut, dann hat sich das erledigt. Eigentlich wollte ich auch gerade den Coman rausnehmen und dafür einen anderen Stürmer reinbringen. Aber gut, weil die Sandro trifft. Und ja, Kostic, linke Seite, sollte auch bleiben. Hat sich erledigt, gut. Vielleicht den Friedrich raus. Ja, können wir mal den Schäfer reinsetzen. So, Schäfer rein. Mal gucken, ob das bringt. 2-0 führen wir immerhin. Wir müssen das Ding ja auch nur über die, also bis zum Ende gewuppt kriegen, sagen wir so. Das wollte ich sagen. Da ist sogar noch das 3-0. Wer macht's? Die Santo. So, wer hat den Unterzahl jetzt sogar nur noch? Und das war's. 3-0 gewonnen. Wunderbar. Groß wird sich nächste Woche entscheiden. Sehr schön. Ein Spiel wurde verlegt. Bayern hat leider gewonnen. Somit haben wir auch wieder hier, ihr seht es, 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Draxler wird sich auch entscheiden. Und noch ein Spiel Rückstand. Gegen Dortmund. Eieieiei. Ah, die Bayern, ey. Die rocken das Ding, glaube ich, diese Saison. Die Bilanz jedes Vereins wird automatisch zum Ende der Hinrunde automatisch an den DFB übermittelt. Daher sollten sie ihre Bilanz vorher aktualisieren. So, Balenciagas verkauft. Das hatten wir ja gehabt. Ne? Das ist ja nichts Neues. So. Gucken wir mal bei der Bilanz. Werte aktualisieren. Ja, es wird schon besser. Es wird schon besser. Ja, DFB verlangt eine Verbesserung der Bilanz. Gut, das ist auf jeden Fall eine Sache. Haben wir noch Aktien? VW-Aktien. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Max Min, wir sind gerade auf Kurs. Wir sind am Minimum. Okay, dann lassen wir die natürlich. Ich wollte es einfach nur loswerden. Aber gut. So.
Dann. Die beiden werden sich entscheiden oder halt nicht. Warte mal, Draxler wird schon noch entscheiden, ne? Ja. Für Kroos kam scheinbar kein Angebot. Den setzen wir also nochmal drauf. Kam für Kroos kein Angebot, kann das sein? Kam auf jeden Fall auch keine Meldung, also scheinbar. Sollte es wohl so sein. Komisch. Gut. Egal, wie dem auch sei. Stadionausbau geht noch 8 Wochen, wunderbar. Wir müssen die Bilanz etwas verbessern, das heißt, wir würden eigentlich gerne 2 Spieler verkaufen. Das sind auch die 2 Spieler, die ich da stehen habe. Insgesamt, also wenn ich das mal so sehe, 3 Spieler sollte ich eigentlich noch verkaufen. Wobei 2 Spieler natürlich jetzt langsam, ihr seht es ja hier, der Shananulu, 8 Monate noch, da ist das Ding vorbei bei ihm. Dann ist die Saison rum, also das ist die letzte Saison von Shananulu, dann ist der weg. Also von daher würde ich jetzt noch nicht bei irgendeinem weiteren Mittelfeldspieler darüber hinaus noch verkaufen wollen, wenn wir 2 loswerden. Also 2, das ist ja, das heißt Kroos weg, Draxler weg und Shananulu auch noch weg, dann hätten wir 3 weg. Also 3 Mittelfeldspieler. Das heißt, im Mittelfeld müssten wir eigentlich nächste Saison nochmal gucken, dass wir uns da etwas verstärken. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Von daher konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf unsere beiden Nachholspiele. 1 gegen Borussia Mönchengladbach und die Gladbacher mit Raphael. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Hat eine Stärke von 99. Den sollten wir auf jeden Fall ausschalten. Das ist richtig. Und auch, ja, sollten wir hier wieder ein bisschen erhöhen. Weil ich glaube, gegen, ja, können wir so machen. Gegen Gladbach kann man das ruhig mal machen. So, die sind ja keine schlechte Mannschaft, ne? Habe ich zumindest gehört. So, die stehen gut. Wobei der, ja, der Bell müsste raus. Dafür Klebe Reis wieder rein. So. Friedrich würde ich jetzt mal draußen lassen, weil er, weil wir jetzt gegen eine bessere Mannschaft spielen und da kann ich mir vorstellen, würde er mir uns nicht so viel bringen. Ja, der Rest, der kann so bleiben. So, jetzt machen wir das hier mal von der Aufstellung wieder so, dass das schick ist. Draxler rüber, zack, 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 zack. Dann der Robin auf die rechte Seite. Obwohl, der sollte gar nicht, der soll ja gar nicht spielen. Der Kostic spielt und der Di Santo sollte spielen. Wir könnten auch der, ja, Di Santo sollte spielen, genau. Für den Ramos, ja. Der Robben bleibt. Gut. Und dann gucken wir mal, ordertechnisch. Manndeckung, meine ich, Entschuldigung. Raphael. Das heißt, er kriegt den Raphael. Genau. Und den anderen können wir vernachlässigen. Alles gut. Einmal speichern. Und auf geht's gegen Gladbach. Bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Ach komm. Nicht lang rumdrucksen. Auf ins Spiel. Oh, Elfmeter. Ja gut, das kann passieren. In der ersten Minute oder in den ersten 10 Minuten. Das war auf jeden Fall nicht gut. Timo Werner, wieso spielt denn jetzt in Gladbach? Ist der etwa gewechselt? Oh, rote Karte, Leute, das kann doch nicht sein. Eieiei. Dann würde ich doch eher sagen, der... Santo raus, Kostic raus. Dafür ist der Schäfer raus. Ja. Kostic raus. Dafür kommt der Meier rein. So. Und dafür setzen wir den Meier hier unten hin. Und dann wollen wir hoffen, dass das noch was bringt hier. Eieiei. Draxler. Schade, Freund. Hätte es mir doch mal gefallen getan. So. Werner, scheiße, da ist das 2-0, verdammt. Ah, ich glaube, wir haben noch nicht das Zeug, wieder ganz oben mitzuspielen. Obwohl, von der Aufstellung waren wir gar nicht so schlecht. Und auch die Mannschaft von denen ist gar nicht so gut. Ah, ist der Anschlusstreffer, Klebe Reis. Vielleicht doch noch nicht verloren hier. Ah, schön gehalten. Ist das jetzt die Wende? Nein, Angriff abgewehrt. So, Köln. Toni Kroos, schafft er den Ausgleich? Ah, gehalten. Wechsel bei Gladbach, Werner raus. Schön gehalten. Köln, schaffst du noch den Ausgleich? Komm schon. Gerade gegen Gladbach.
Eigentlich würden wir alles nach vorne jetzt legen. Leider nein. Oh Gott, Hallenturnier. So, bringt auch ein bisschen Kohle ein. Ihr seht schon, ja, Fanartikel fanden auch reißenden Absatz. Oh, zweiter Fanshop ist weg. Eieiei, das ist nicht so gut. Genauso wie es nicht gut ist, dass wir hier wieder Punkte gelassen haben. Halt, das war echt. Guck mal, 11 Punkte jetzt auf den Drittplatzierten. Eieiei. Ach, ey. Das tut echt weh. Das tut wirklich weh. Okay, dann 5 Wochen das. Peripherie, ja, aber gut, das muss. Das müssen wir doch bauen. Das müssen wir ausbauen, sorry. Was? Nein! Wieso 400.000, da steht 300.000. Willst du mich flachsen? Nö, dann nicht. Dann warten wir noch ein bisschen. Gucken, dass wir Großverkauf kriegen. Lewandowski, ja. Könnten wir vielleicht auch was tauschen? Lewandowski. Gucken wir uns mal an. Also, Lewandowski, 2,4 Millionen. Das ist schon ordentlich. Also, der spielt auch gerne links. Links haben wir nur den Kostic. Der mittlerweile auch schon 33 ist. Also wäre eine Möglichkeit. Groß? Nein. Dann würde ich mal sagen, bieten wir mal mit. Das, was wir machen müssen. Hier gehen wir mal schön hoch auf 72. Ist? Ah. Mein Gott, ey. Na gut. Wir machen mal 2,5 Millionen. So. Zack. Dann nochmal Lewandowski. Das gleiche Spiel wie vorhin. Zack. Ein Jährchen, dafür mal 72.000. Zack. Dafür könnten wir den Kostic draufsetzen. Wie viel Daten hat der Kostic? Wie viel Daten? Wie viel Tore? Ja, okay, der trifft nicht so gut. Das muss ich schon sagen. Also Kostic trifft nicht so gut. Der trifft momentan ja echt Di Santo mehr. Und daher Kostic auf die Transferliste. Mit 33. Ja, da bin ich mal entscheidungsfreudig. Von daher, wenn wir den Lewandowski bekämen, dann hätten wir eigentlich einen guten Austausch. Ja, könnte ich gut mitleben. So, Freunde. Hallenturnier, wie gesagt, nehme ich nicht so ernst. Zack, gehen wir jetzt einfach mal so durch. Ach. Ich wollte es vorher ausschalten. Es fiel mir immer wieder ein, wenn die... Jetzt kann ich es nicht mehr ausschalten. Müssen wir da leider durch. Ach. So, Toni Kroos, lalala. Apropos Lewandowski, sehr spannend. FIFA-Weltfußballer 2020. Lewandowski, Messi oder Ronaldo? Spannend auf jeden Fall. Zwischen den dreien entscheidet sich. Bin mal spannend, was dabei rauskommt. Wer es gewinnt, wer es wird. Ja. Sind auf jeden Fall drei Top-Stürmer. Kannst du sagen, was du willst. Und es wird nie ein Abwehrspieler. Das heißt, wenn du Abwehrspieler bist, du bist ein Top-Abwehrspieler, dann ist die Chance so gering, dass du das wirst. Von daher, keine Chance. So, ich würde sagen, ich breche mal kurz an dieser Stelle ab. Guck, dass ich die Hallenturniere einfach mal ein bisschen ausgeschaltet kriege. Wir müssen uns das Spiel in die angucken. Und ich bin gleich wieder da. Also, bis gleich. So, liebe Freunde, da bin ich nochmal kurz. Hier ist mir aufgefallen, dass wir kein Angebot bekommen haben in dieser Woche für Toni Kroos. Das ist sehr schade. Deswegen müssten wir ihn nochmal auf die Transferliste setzen. Wo ist er? Da, Toni Kroos. So, dann Kostic ist immer noch kein Angebot, habe ich gerade überprüft. Und was mir aufgefallen ist, Lewandowski. Hier ist derjenige, den wir haben wollten. Wenn ich das aber so sehe, Crystal Palace möchte 3,1 Millionen dafür bieten. Da müssen wir doch mal nachbessern. Ich glaube, wir müssen ihn da ein bisschen mit Geld locken. Ach komm, machen wir uns nicht lumpen hier. Machen wir mal so. Und hier würde ich dann minimal nur höher gehen. Mal gucken, ob das schon vollkommen ausreichend ist. Also 2,5 Millionen würde ich bereit dafür auszugeben. Aber 3,1 ist natürlich heavy. Schauen wir mal, ob er darauf eingeht. Und ja, also falls... Ich mache jetzt mal weiter und falls sich da was tut, bin ich gleich wieder da. Also bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Lewandowski wird sich jetzt entscheiden. Mal schauen, ob er zu uns kommt oder doch zu AS Rom, die noch eingestiegen sind. Ich hatte keine Chance mehr zu reagieren. Er kommt zu uns. Robert Lewandowski hat sich für uns entschieden. Super. Ich glaube, das liegt am Jahresvertrag, dass wir ein Jahr geben für 80.000 anstatt 4 Jahre für 97.000. Also,
Ja, Robert Lewandowski ist bei uns, damit ist es perfekt, wunderbar. Ja, gut, Çalhanoğlu kann nicht mehr die volle Leistung bringen. Ist ja auch ein bisschen alt. Gut, okay, neue Werbeangebote sind auch da. Fürs Masters haben wir uns qualifiziert, das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnt haben. Halle kann ich einfach, ich kann Halle. Und hier, ja, 40, oh, das ist gut. 40.500, weil das Beste ist 49 und das Schlechteste ist 35. Oh, das ist gut. Würde ich nehmen. Und auch hier das Merchandise müssen wir wieder machen, aber ich glaube, ich habe keine Kohle. Ich habe mal wieder keine Kohle. Ach Leute, das ist aber auch furchtbar. So, gesamter Betrag. Dann machen wir mal 3,3. So, jetzt hier, zack. So, und jetzt müssen wir nochmal hier das machen. Zack. Einmal kurz speichern und gucken, dass wir noch den Groß, beziehungsweise. Oh, der Holtby. Guck mal hier. Der kleine Holtby, der ist auch noch. Möchte mal mitspielen. Ja. Nicht schlecht, da ist der Kostic. Den können wir mal gucken, wie der drauf ist. Also, Kroos. Gibt es noch keinen. Kostic. Auch noch keinen. Ah, wie sieht es aus mit dem Holtby? Der ist rechte Seite. Ja, da haben wir noch eigentlich genug Leute, ne? Rechts vorne, das ist so ein bisschen hier so Çalhanoğlu-Style. Da haben wir auch den Friedrich. Ich glaube, den Holtby, den können wir einfach mal gnadenlos vergessen. Ja. Ah ja. Ich glaube, den können wir getrost ignorieren. Also an dieser Stelle, glaube ich, werden wir nichts verpassen, wenn wir den Holtby nicht bekommen. Hallenturniertechnisch, gucken, ob der Lewandowski schon spielt. Nee, noch nicht. Der ist jetzt neu bei uns, das freue ich ganz gut. Dafür würde ich ja gerne den Kostic verkaufen. Das hatte ich ja schon gesagt. Die Frage ist, ob ich, wenn ich den Kostic nicht verkaufe, wen ich stattdessen noch verkaufen würde. Ja, Di Santo ist momentan relativ gut. Der trifft sehr gut, deswegen würde ich den noch kurz behalten. Der hat aber auch schon 32. Ich weiß, dass der Ramos auch weg sein wird bald. Wobei bald ist relativ, ne? Das ist ja noch so eine Sache mit dem Ramos. Das dauert ja noch 21 Monate. Çalhanoğlu sind wir mittlerweile bei 6 Monaten. Also der dürfte auch bald weg sein. Ja, von daher, das wird was werden. So, hier nochmal kurz neues Angebot machen. Aber den wieder ein bisschen runter. Schau mal hier, den Klebereis. Dann machen wir mal 2 Jährchen. Sehr gut. Ich gehe das jetzt nochmal durch. Wir haben gesagt, wir haben das Hallenmasters noch. Falls ich das gewinne, würde ich mich gleich kurz mal bei euch melden. Also, bis gleich. Es ist das letzte Spiel in der Halle gegen Werder Bremen. Wir sind im Finale des Hallenmasters. Werden wir es gewinnen, meine Freunde? Deswegen wollte ich euch noch wieder mit an Bord holen. Ja, wir sind ganz gut dabei. Wir haben sehr viele Spiele gewonnen. Ich glaube, eins haben wir nur verloren und in der Vorrunde. Und haben uns dadurch, ja, uns bravourös geschlagen, möchte ich fast sagen. Also, Halle können wir. Halle ist unser Ding. Gucken wir, ob wir jetzt mal gewinnen, wieder das Hallenmasters. Oft sind wir ja da Zweiter geworden. Und es darf wohl in die Verlängerung gehen. Oh, Hallenmasters. 7 Meter schießen. Meine Freunde, 7 Meter schießen. Es entscheidet sich. Da ist leider ein Tor. Knoche, Knoche, Knoche. Jo, knapp aber drin. Knapp aber drin, das ist so mein Motto. Ja, gehalten! Super! Und jetzt macht Meier das Tor. Komm! Ja! Sehr schön! Wir führen! Garcia. Ah, knapp, aber auch hier wieder drin. Swiney! Schweinsteiger! Gehalten! Es ist wieder alles offen! Gebre Selassie! Ah, verwandelt! Leider, leider! Lewandowski, der Neue, bei uns im Tor. Nein, er hält! Nein! Patrick Herrmann, haben wir den nicht verkauft? Endstand. Und es ist mal wieder passiert. Werder Bremen gewinnt. Wir sind leider wieder nur Zweiter beim Hallenmasters. Wie so häufig. Ja, Kostic wird sich nächste Woche für den Verein entscheiden. Groß genauso. Verlegte Spiele folgen. Und die Anzeigentafel ist abgeschlossen. Sehr schön. Und der Rest ist nichts Neues. So, jetzt kommen die verlegten Spiele. Ja, so sieht aus. Mega, auf jeden Fall mega. Eigentlich müsste der Würfel höher sein als das ganze Stadion, so wie es aussieht. Nein, ist aber mega. Vielleicht bringt das ein bisschen was ja, ins Stadion. Jetzt mittlerweile schon der 28. August, liebe Freunde. So, und wir haben den Lewandowski bekommen. Dadurch, ah, oh, Koman ist eh gesperrt. Von daher sitzt der auf der Bank. Würde ich ihn auch mal für den Kostic reinsetzen. Ja. Ich habe da ein gutes Gefühl, grundsätzlich.
Ja, Lewandowski mit Di Santo einmal tauschen. Beziehungsweise mit Ramos, weil der Di Santo kann auch auf der rechten Seite spielen. So. Ansonsten, Boateng wieder zurück. Genau, Knoche nicht. Dafür spielt Kleber oder Höwedes. Es spielt doch der. Ja, ich komme, ich nehme den Bell. Wir sind beide gleich, ne? Knoche, ah, Knoche ein Punkt schlechter. Aber auch hier in dem Bereich vollkommen egal, glaube ich. Das macht überhaupt nichts aus. Ich glaube, bin da oft manchmal ein bisschen zu kleinkariert, was da diese Sachen hier angehen. So, Draxler kann natürlich nicht spielen in dem Fall. Da müsste der Meier spielen für den Draxler. Und der Geis, ja, der ist gut drauf. Okay, der sollte dann auch spielen. Wobei Schweinsteiger gut gespielt hat in letzter Zeit. Der sollte auch auf der rechten Seite definitiv spielen. Für den Chananoglu. Ja. So. Gut, und den Sturm, den hatten wir auch schon. Jetzt geht es aber ums Eingemachte. Weil Dortmund hat gute Spieler. Hier Aubameyang zum Beispiel. Da sollten wir definitiv in die. Ja, definitiv in die Manndeckung gehen. Kießling ist auch ein guter und Schürrle, Alter, Falter, die haben echt gute Spieler, muss ich sagen. Aber so, da definitiv spielen wir mit Manndeckung, dass jeder so seinen Spieler hat. Taktik, auf jeden Fall volle Pulle. Besser, wichtiger geht's gar nicht. Wir spielen leicht defensiv. Der Rest, der bleibt. Ja, der kann bleiben. Wichtiges Spiel. Werden wir das Spiel gegen Dortmund gewinnen, dann haben wir zwei, logischerweise drei Punkte auf Dortmund wieder gut gemacht. Ansonsten, wenn wir verlieren, ja, ihr wisst es ja selber. So, nichtsdestotrotz, das Spiel wird in der nächsten Runde gemacht. In der nächsten Folge hier viel mehr. Entschuldigung, kleines Päuschen muss leider sein. Falls dir trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben und falls du nichts verpassen möchtest, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.